Der Herbst hat Einzug gehalten im Rothaargebirge. Nach dem langen Sommer werden die Tage auch hier langsam kühler. Wenn der Nebel morgens aus den Tälern steigt, hört man bereits das Röhren der Hirsche aus ihnen heraufhallen. Die Feisthirschrudel haben sich längst aufgelöst. Die heimlichen Waldgespenster der Feistzeit sind zum Kahlwild an die Brunftplätze gezogen. Nur die vitalsten und kräftigsten Hirsche können sich hier behaupten und ihre Gene an die nächste Generation weitergeben. Es ist der Traum eines jeden Jägers, einmal auf so einen reifen Recken jagen zu dürfen. Wir haben das Glück, einen von ihnen auf der Jagd nach seinem Lebenshirsch begleiten zu dürfen. Willkommen in Bad Berleburg. Willkommen im Traumrevier. Ralf Otterstede ist seit Jahren engagierter Stöberhundführer auf den Berleburger Drückjagden. Nun will er sich im Revier seinen persönlichen Traum von der Erlegung eines kapitalen Hirsches erfüllen. Sein alter Freund und Hundeführerkollege Patrick Rath wird ihn führen. Hallo Justus, wie geht's dir? Gut. Wo ist dein Papa? Oben beim Hundezwinger und der bereitet gerade den Probeschuss vor. Sollen wir mal eben hochgehen? Ja. Okay, komm, dann gehen wir mal eben. Dann wollen wir mal schauen, wo dein Papa ist. Ah, ich glaube, ich habe ihn schon gesehen. Hallo Patrick, grüß dich. Tag, mein Lieber. Alles gut? Bei mir ja. Bei dir auch? Ja, was machen die Hunde? Geht so, ne? Sind sie fit? Naja, fit und fit. Das ist so eine Sache, ne? Na, ich hänge auch ziemlich hinterher. Also der Sommer war ein bisschen schwierig mit der Hitze. Man konnte nicht viel machen. Konnte gar nichts machen. Jetzt geht bald die Saison los. Das ist nicht so gut, wenn sie noch nicht auf dem Level sind, wie wir sie normalerweise haben. Aber gut, das ist nicht zu ändern. Das ist, wie es ist, ja. Wir machen Probeschuss, bevor wir rausfahren. Ja. Hol das Auto eben hoch, dann gucken wir hier und dann geht's los. Gut, ist mir auch ganz lieb. Waffe, was hast du dabei? Ich habe nur Blaser. Was für eine Frage. Ja, gut, aber okay. Ich hab die 300er WSM mitgenommen. Die 308 war mir vielleicht ein bisschen schwach. Dann machen wir uns gleich mal raus. Auch alte Hasen wie Ralf nutzen die Gelegenheit gern, ihr Equipment noch einmal zu überprüfen. Oh, geh du ruhig rein. Ja, willst du mich nicht rechts sitzen lassen? Nee, ich bleib draußen stehen. Okay. Okay, Ralf, aufgebaut haben wir. Leg Kanone ab, da hier vorne. Ich habe da eben noch einen Rucksack schon hier hochgebracht. Sehe ich. Karte habe ich oben angebracht. Mach zwei Schuss. Hast zwei Schuss geladen? Ja. Und dann gucken wir uns das Ganze oben eben an. So, wenn du das in der Höhe eben einstellen willst, so wie du es brauchst. Ja, ich gucke mal. Das ist fast dieselbe Kanone wie ich auch. Ja, gibt es ja wenig Alternativen, wo? Ja. wenn man was Vernünftiges haben will. Kunststoff schafft, kann nichts passieren. Mit dem Leder, das ist optimal, hat man einen Griff. Ja. Kannst du mit den Hunden in den Wald gehen, passiert nichts. Bei Frost passiert nichts, bei Hitze passiert nichts. Also für mich kommt nichts anderes in Frage. Ja. Ich habe die in Afrika auch ziemlich geführt hier. Also alles gut. Super. Wird für den Hirsch auch funktionieren. Gehe ich von aus. So.
Alles klar. Gut. Ich bleib hier draußen. Okay. Mach dich fertig. Ich mach mich fertig. Schauen wir mal, was da passiert. So, schauen wir mal. Hochsitz hat ein wenig gewackelt, aber ich bin im Kreis drin. Alles ja. Gut, ja. Okay, Rucksack nehme ich wieder mit. Brauchen wir vielleicht, je nachdem, wie wir hantieren müssen. Ja, okay. Alles klar. Alles zusammenpacken. Ja, Waffe ist leer. Ja. Hier wollen wir mal eben gucken. So, dann wollen wir mal gucken, was du da fabriziert hast. Ja, wie gesagt, es hat ein klein bisschen gewackelt, der Hochsitz, das ließ sich nicht vermeiden jetzt. Ach was, perfekt. Und war starkbürgig sowieso von der Seite, von daher hier die. Alles gut. Alles gut. Alle drin im Kreis. Gut. Gut, auf geht's. Ralf, Patrick und Sohn Justus fahren ins Revier. Bevor es auf die Jagd geht, wollen sich Ralf und Patrick noch bei Kollege Markus über Neuigkeiten zum Brunftverlauf erkundigen. Die Jäger haben sich verabredet, um an der Waldhütte zu grillen. Mahlzeit. Hallo zusammen. Justus, es gibt was zu essen. Habt ihr für uns noch was über? Ja, sicher. Hervorragend. Können wir was drauflegen. Ja. Was gibt's Neues? Ich habe eben den Uwe getroffen, Lackhude. Der hat gestern Abend den dicken Hirsch oben auf der Wiese gesehen mit Alttier-Kalb, die beiden Weißen. Und muss man auch längere Zeit da gestanden haben. Ich habe ihm ja die Fotos gezeigt und er war sich ziemlich sicher, der stand im Hellen schon da, dass das der Hirsch ist. Vielleicht macht es Sinn, heute Abend da oben zu gucken. Wind müsste passen. Ja. Irgendwo muss er rumlaufen da oben. Ja. Probieren wir. Ja, versuchen wir. Denke ich mal, ja. Du kommst noch mit. Dann essen wir jetzt noch eine Wurst. Jawohl. Eine schnelle Brötchen in der Hütte. Jawohl. Okay, gut. Dann komm, hol mal Brötchen. Noch ist Zeit für einen Plausch. Nicht mehr lang, bis auch die ersten Gesellschaftsjagden im Traumrevier stattfinden. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Die Rotwildbrunft ist eine besondere Zeit im Rothaargebirge, nicht nur für Jäger. Auch für Wildtierfotografen wie Matthias Böhl. So Ralf, lass uns noch mal. Ich habe hier vorhin einen unserer Fotografen noch postiert, Matthias. Hier, da kommt er schon. So, Matthias, Matthias hat hier unten noch mal ein paar Bilder machen sollen von dem Brunftrudel, was unten steht. Brauchen wir vielleicht in den nächsten Tagen mal noch so eine Sequenz. Und ja, die jetzt kamen auch relativ direkt. Ich habe mich dann noch mal zurückgezogen, weil ihr mich ja eh holen wolltet. Ich wollte die nicht vertreten, weil war also ein Hirsch da mit einem Kahlwildrudel. Ja, okay. Ja. Was Älteres oder? Ja, mittelalt wird er gewesen sein. Ja, ja. Okay. Gut. Hast du ein paar Aufnahmen machen können? Ein paar Aufnahmen machen können. Könnt ihr mal gucken. Okay. Ja. Wir haben es noch früh. Ich bringe dich noch an eine andere Stelle, ja. Wo es windtechnisch auch noch interessant sein könnte. Und wir machen uns nachher auf den Ansitz oben. Wir fahren auf der Höhe. Da hatte Markus vorhin was berichtet, wo ein Hirsch gestern Abend gesehen ist, der auch wahrscheinlich passt. Da braucht man nicht ganz so früh zu sein, deswegen kann ich dich da noch problemlos hinbringen. Dann ja, können wir jetzt die Sachen. Hast du noch Equipment irgendwo? Muss noch was holen? Stativ habe ich hier vorne um die Ecke. Ja, alles klar. Das ist gut. Okay, dann hol das noch und dann machen wir uns ab. Ja, super. Okay, super. Obwohl das Kahlwild standortteuer ist, finden sich auch die weiblichen Stücke erst kurz vor der Brunft an den bekannten Brunftplätzen ein. Hierhin zieht es die Hirsche jedes Jahr aufs Neue.
Der hormonelle Zyklus des Rotwildes ist nämlich von der Tageslänge abhängig. Erst wenn die Tage spürbar kürzer werden, produziert es ausreichend Sexualhormone. Dieser stattliche Hirsch vom 10. Kopf hält ein beeindruckend großes Kahlwildrudel zusammen. Flehmend und treibend prüft er, ob die Stücke brünftig sind. Ein Spießer hat sich unter das Kahlwild gemischt. Spießerbeschläge sind äußerst selten, daher werden sie oft geduldet. Dieser wird aber von dem Platzhirsch schon als Konkurrenz wahrgenommen und gezielt vertrieben. Die Jäger wollen es zunächst an der von Markus empfohlenen Stelle auf den Hirsch versuchen. Auch Justus ist mit von der Partie. Es ist später Nachmittag. Im Traumrevier wird das Rotwild nur bei Tageslicht bejagt. Die drei besteigen den Hochsitz. Doch sie sitzen kaum, da meldet sich Markus von einem Stand in der Nähe. Nee, der hat den Hirsch vor. Den wir suchen. Ja. 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 Gib Gas, schreibt er. Ich unterlade die Waffe erst. Waffe entladen, ja. Mach dir den Gewehrriemen wieder dran. Okay. Dann auf. Jetzt ist Eile geboten, damit Ralf diese vielleicht einmalige Chance nicht entgeht. Es ist schon so viel trockenes Laub auf dem Boden, dass es sich leiser auf Socken pirscht. Vorsichtig versuchen sie, die Stelle zu finden, die Markus beschrieben hat. Und da kommt der Hirsch im Anblick. Es ist der Gesuchte vom 12. Kopf. Ralf will und muss es über den Schießstock wagen. Oh, Ralf. In Ermangelung an Brüchen, an Fichten oder Eichen, Buchenbruch. Waldmannsheil. 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 Völlig durcheinander, ja, der Kerl. Waldmannsdank. Ja. Vielen Dank. Hast du Schuhe doch schon wieder an? Das kann doch so schlimm nicht sein. Das wird wohl mein Lebenshirsch sein. Waldmannsheil. Ja, ich bin noch ganz überwältigt. Alt, dicke Stangen. Gut gelaufen, was, Justus? Das war gut. Meinst du, wie viel der Kopf? 12, 13. Dieser ganz sicher. Wir müssen mal nach den Stangen gucken, aber haben wir ja auch einiges von da. Wäre letztes Jahr sogar schon ein Abschusshirsch gewesen. Letztes Jahr war er sogar nur 10er. Oder ungerader 12er. Genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Hat aber nochmal wieder was draufgelegt. Bei so einem Hirsch ist es verständlich, dass Ralf im wahrsten Sinne von den Socken ist. Bis zum Herantreten und Bergen haben sich die Jäger viel Zeit gelassen. So kehrt für das restliche Wild wieder Ruhe ein und es entsteht keine Verbindung zwischen Mensch und Schuss. Senkt sich über Wittgenstein und seinem Wild. Aber jeder neue Tag beginnt hier ebenso verheißungsvoll wie der vorherige. Die Rotwildbrunft zieht viele naturinteressierte Besucher an.
Damit sie das Wild nicht stören, wurden Beobachtungsplätze eingerichtet. Wie regelt ihr das hier mit der Besucherlenkung jetzt in der Brunft? Ja, ist bei uns ein großes Thema im Grunde genommen. Hier, das ist ein Event, ich sag mal schon fast Volksevent, Hirsche brüllen, gucken und hören. Und früher haben hier, hinter jedem Baum hat irgendwo einer gesessen und meinte, er müsste Hirsche sehen und hören. Und dann haben wir Areale eingerichtet, die wir für den Besucherverkehr gesperrt haben als solches, also Zugang nicht gestattet ist. Ist gar nicht so einfach, solche Genehmigungen dann auch flächig durchzukriegen, so 300, 400, 500 Hektar am Stück. Aber wir haben den Leuten angeboten, beziehungsweise haben es eingerichtet, haben so Schauwände eingerichtet, wo die hinter sitzen können, mit Bänken. Und dann können die im Grunde genommen von da aus die Brunft durchs Guckloch können die erleben. Und mittlerweile, oder überhaupt, das ist sehr, sehr gut angenommen. An den Wochenenden oder sowas, da kommen die mitunter in Heerscharen und Bussen. Und die müssen ein bisschen hierher laufen und können dann aber hier im Grunde genommen den ganzen Tag über die Brunft erleben. Und naja. Auf dem Rückweg passiert dann das völlig Unerwartete. Die folgenden Szenen sind nicht zur Nachahmung empfohlen. Oh nee, ne? Hier. Okay. Nein. Die Brunft noch nicht ganz im Gange. Und dann sowas hier. Jetzt zerlegen die sich so. Jetzt haben wir heute Morgen, jetzt haben wir auch keine Kanone dabei. Aber mit dem müssen wir abfangen. Den können wir so nicht lassen. Das geht nicht. Das ist Quälerei. Hast du ein Messer bei wenigstens? Ja, habe ich dabei. Große Scheiße auf gut Deutsch gesagt. Der ist platt. Guck mal, was die denen zugerichtet oder was die sich zugerichtet haben. Das ist Tierquälerei, komm, die müssen wir erlösen. Nee, das ist alles nichts. Nee. Der Hirsch ist während der Brunftkämpfe durch einen Kontrahenten schwer geforkelt worden. So schwer, dass er sich nicht wieder erholen wird. Ohne Büchse in Reichweite bleibt das Abfangen mit dem Fangmesser die einzige Wahl, um sein Leiden schnellstmöglich zu beenden. Eine solche Situation ist lebensgefährlich und darf nicht von Laien durchgeführt werden. Nur für Profis, die wie Patrick jahrzehntelange Erfahrung im Abfangen von Rot- und Schwarzwild haben und mit dem Verhalten kranken Wildes und der Anatomie bestens vertraut sind, ist eine solche Situation zu beherrschen. Ja, man darf in der Brunft normalerweise nicht ohne Waffe losgehen. Nee. Boah, was haben die sich bearbeitet? Ne? Guck mal, wo der Fockel steht. Unheimlich. Unheimlich, guck mal, hier überall. Da. Nein, das hätte er nie überlebt. Nie. Natürlich nicht. Ja. Wenn du so einen Hirsch reckst. Du hast Zeit ohne Ende. Jo. Das Melden und anschließende Forkeln des Bodens dienen der Markierung des Brunfteinstandes. Es soll Konkurrenten zeigen, wer hier der Platzhirsch ist. Immer wieder treibt er die Stücke, um den hormonellen Status der einzelnen Tiere zu prüfen. Dieser Hirsch vom neunten Kopf hat auffällig geschlitzte Lauscher, eigentlich ein Merkmal schon älterer Hirsche. Das intensive Flehmen mit hochgezogener Oberlippe dient der konzentrierten Aufnahme von Duftmolekülen, die von den bereits brunftigen Stücken ausgehen. So erkennt der Hirsch, welches Tier reif zum Beschlag ist.
Es gehört zur Tradition, dem gestreckten Hirsch die letzte Ehre zu erweisen. Dafür wird er zusammen mit allen gefundenen Abwurfstangen zur Strecke gelegt. Auch dem geforkelten Hirsch wird dieser Respekt gezollt. Ein Ereignis nicht nur für Jäger, auch Vorbeikommende sind gern gesehene Gäste. Der krönende Abschluss einer spannenden Jagd. Eine Zeremonie mit positiver Öffentlichkeitswirkung und ein bewegender Moment. Spektakuläre Natur. Imposantes Wild. Jahrzehntelange Erfahrung. Einzigartige Einblicke. Das ist Bad Berleburg. Das ist das Traumrevier.